Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum. 3:2 ist der Endstand vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften, Thomas Reis vom VfL Bochum und vom 1. FC Union Berlin, Urs Fischer. Thomas, erstmal Glückwunsch zum dann doch souveränen Klassenerhalt, zu einer tollen Saison euch. Wie hast du das letzte Spiel denn erlebt heute? Ja, erstmal kann ich die Glückwünsche natürlich weitergeben. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, was für eine tolle Saison auch Union gespielt hat. Ja, ich muss auch sagen, es war schon irgendwo spannend zu sehen mit international, mit DFB-Pokal, also Dreifachbelastung und auch was Überragendes erreicht. Dazu natürlich auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ich denke, dass wir, man hat ja gesehen, dass wir ein bisschen personelle Probleme hatten, aber wir natürlich dann dementsprechend auch nicht jammern. Wir haben die Grundordnung ein bisschen umgestellt, war natürlich ein bisschen ungewohnt, weil wir eigentlich auch eine klare Philosophie haben, eine klare Spielordnung, wo die Mannschaft sich einfach wohlfühlt. Da hat man gemerkt, dass es ein bisschen gedauert hat. Trotzdem, wenn man die Gegentore sieht, Gegentore passieren durch Fehler, war trotzdem zu einfach, weil du gerade im Zentrum mit dem Kopfball, wo du einzeln in Rückstand gerätst, wo du außen nicht mitgehst, den Mann im Zentrum laufen lässt, dann ein unglücklicher Elfmeter. Dann habe ich ja auch mit dem Schiedsrichter gesprochen und ich weiß, der Urs möge es mir verzeihen, ich war da ein bisschen anderer Meinung wie der Schiedsrichter. Ich denke, dass Union da auch Glück hat, dass Michel nicht vom Feld geschickt wurde. Danach hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr gut reagiert. Wir konnten das Spiel offener gestalten, machen das dann auch das 2:2, was meiner Meinung nach dann auch verdient war. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du mit der letzten oder mit einer der letzten Aktionen, wo man vielleicht auch Foulspiel geben können, 3:2 in Rückstand gerätst und das Spiel dann verlierst. Aber im Großen und Ganzen fand ich, haben wir einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt, haben die Saison mit erhobenem Haupt ist beendet und ja, wir haben auch gegen einen tollen Gegner verloren, die auch, wie gesagt, was Großes erreicht haben. Danke. Dankeschön, Thomas Reis, Urs. Ja, fast ein bisschen noch dramatischer Spielverlauf heute, aber man hat gesehen, die Mannschaft wollte einfach, die wollte bis zum Schluss diesen Sieg. Ja, also zuerst auch Thomas, dir und deiner Mannschaft Gratulation. Sagen, wie ihr das gemacht habt in dieser Spielzeit. Hatte da eigentlich wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun. Spricht für eure Arbeit dazu wirklich herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, genau dieses Gesicht hat die Mannschaft eigentlich in fast allen Spielen immer wieder gezeigt. Nein, es ist eigentlich in allen Spielen. Es ist uns nur nicht immer gleich gut geglückt, diese Moral, diese Mentalität. Ich meine, führst 2:0, ich glaube auch ein bisschen glücklich. Ich glaube aber auch, dass uns das Führungstor nicht gut getan hat. Ich empfand es dann wirklich so, ich spürte eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube, es hat dann schon auch damit zu tun, dass du im Kopf hast, was du heute erreichen könntest. Ja, dann gehst du mit 2:0 in Führung, haben dann in der Pause das eine oder andere angesprochen. Ich muss dann wirklich sagen, mir hat es viel besser gefallen in der zweiten Hälfte. Aber auch wir haben den Gegner eigentlich dazu eingeladen, Tore zu erzielen. Ich glaube, zweite Hälfte hatten wir dann schon noch die eine oder andere wirklich große Möglichkeit, vorher schon ein Tor zu erzielen. Aber sprich für die Mannschaft, sprich für die Moral, für dieses Solidarische, dass sie bis zum Schluss versucht hat, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben dann auch noch ein bisschen nachgeholfen von außen, haben offensiv eingewechselt, auch nochmal das System umgestellt. Ja, dann stehst du da bis Fünfter nach 34 Spieltagen und tut mir leid, ist mir noch nicht ein Wort eingefallen, das diese Situation beschreibt. Dankeschön, Urs. Gibt es Fragen? Jawohl, die gibt es. Michael Färber beginnt, bitteschön. Wenn Ihnen noch nicht ein Wort eingefallen ist, Herr Fischer, versuchen Sie es mit mehreren. Was macht dieser Nachmittag mit Ihnen, Union Platz 5, direkte Qualifikation für die Europa League? Ja, so, es ist gut, dass morgen die Ferien beginnen. Ich glaube, dann habe ich auch ein bisschen Zeit, das zu verstehen, was da geschehen ist. Ja.
Ich glaube, du musst jetzt mein Mikrofon nehmen. Ich glaube, das andere geht nicht mehr. Ohne Ton? Was? Ohne Ton? Das Rote? Okay, das Rote. Verstehe ich. Ja, das hört man dann auf dem Kameraton nicht. Aber hier, Benny hält das Rote und dann... mehrere Wörter. Oder welche Wörter? Wahnsinn, unglaublich, fantastisch, außergewöhnlich. Ja. Ich glaube, gibt es noch ein paar mehr. Ich muss auch sagen, auf Schweizerdeutsch gibt es auch nicht dieses Wort, das diese Situation beschreiben könnte. Eine Frage gab es da noch, jawohl. Markus Renziger von der Watz aus Bochum. 12 Spieler haben gefehlt. Bei vielen war klar, dass sie fehlen werden, weil verletzt oder auch schon in der Woche nicht dabei. Bei vielen habe ich jetzt irgendwie noch nicht den richtigen Grund gehört. Dion Locadia, Salo De Cali, Danny Blue, Maxim Leitsch. Was ist mit denen gewesen? Nicht einsatzfähig. Krank. Inwiefern krank? Erkältet oder? Ja. So bleibt die offizielle Beurteilung. Bleibt die offizielle, ja. Okay. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Das ist insofern auch gut, weil wir ja morgen früh ohnehin nochmal zusammensitzen. Die Bochumer Kollegen mögen das dann nächste Woche oder wann auch immer ihr nochmal. Danke fürs Kommen heute. Wir müssen auf den Balkon. Da gehen wir jetzt hin. Viel Spaß und ihr kommt gut nach Hause. Ey. Wir sehen uns. Ich hab's mal gemacht. Ich konnte dich nicht. Komm. Hey, ich bin nach Hause und genieß die Ferien. Wir sehen uns. So.